20. Januar 2018 von der türkischen Armee und verbündete deutschen Banden angegriffen. Der Tag und Nacht werden unsere Städte, Dörfer, Flüchtlingslager und historische und heilige Städte von türkischen Kampfflugzeugen und Artillerie bombardiert. Ihr Ziel ist es, das Gebiet zu entvölkern und zu besetzen. Während die internationale Öffentlichkeit keine angemessenen Maßnahmen ergreifen hat, sehen wir uns jeden Tag neue Kriegsverbrechen und zivilen Opfer gegenüber. Frauen wurden Opfer von Vergewaltigungen, grausamen sexuellen Übergriffen und Verstümmelungen ihrer Körper durch Soldaten der türkischen Armee und mit ihren verbündeten Bandenmitgliedern. Wir Frauen aus Mittleren Osten, kurdische, arabische, türkische, assyrische, syrianische, türkmenische Frauen, persische und andere Herkunft tragen unsere Spuren und unsere historische Verantwortung. Denn Andenken von allen Frauen, die ihre Leben für die Freiheit ihres Geschlechts gegeben haben, von Clara Zetkin bis Sakine Janssens, von Rosa Luxemburg bis Afrin Nilkan, von Bertha und Silan bis Alvesta Khabur, von Delal Ahmed bis Barin Kobani, die Mühlebauschwestern, gerecht zu werden auf der Schulter. Die Stadt Afrin mit ihren Gemeinden, Dörfern und Feldern zeugt noch heute von der Moral der Kultur und den Schaffenkraft von Frauen. So wie in den Schengal, Kobani, Palmyra und Mosul verfügt auch Afrin über tiefgehende Wurzel einer frauengezeichneten Hochkultur. Und so wie in Schengal und Kobani nicht nur Kurdinnen, sondern von allen die Kultur und Geschichte von Frauen zerstört werden sollte, so hat auch die genozidale Angriffe auf Afrin von allen Erregungsgeschöpfen von Frauen zum Ziel. Denn bei dem demokratischen konföderalen System, das dort aufgebaut wird, handelt es sich um ein freies und demokratisches System der Frauen und aller Unterdrückten. Die brutalen Angriffe des türkischen Stadtfaschismus, welcher mehr als alle anderen Staaten des IS genährt hat, haben eine Angst vor Grundlage, die Angst vor dem freien Menschen, der freien Frauen und der freien Gesellschaft. Angst vor einem selbstbestimmten, unbeherrschbaren Leben, welche aus diesem demokratischen, konföderalen System entspringt. Von der Bergen Kurdistan bis nach Kobani und Afrin, wo jetzt gerade der Widerstand der Tore stattfindet, leisten die Helderinnen Widerstand gegen die genozidalen Angriffe der patriarchalen Systeme. Egal ob in Form von Kapitalismus, Feudalismus, Tradition, Religion oder personifiziert durch den türkischen Staat IS El-Nusra. Der Kanton Afrin, der Demokratische Föderation Nord-Syrien, ist heute Schaubühne dieser Heldentums. Kurdische, arabische, türkmenische, armenische Frauen jedes Alter leisten Widerstand gegen den faschistischen Besatzungskrieg der türkischen Staat. Sie verteidigen ihre Freiheit. Wir glauben, dass internationale Solidarität der Frauen unsere stärkste Waffe im Kampf gegen Faschismus, Patriarchat sein wird. Indem wir in den Fußstapfen von Istar und jeden Frau treten, die das Gemeinschaftsleben geschaffen und verteidigen haben, rufen wir Frauen aus der ganzen Welt auf, sich für die Verteidigung von Afrin und der Werte der Menschheit einzusetzen. Lass uns die Frauennetzwerke und Aktionen der internationalen Solidarität der Frauen stärken, um die Frauenrevolution weltweit zu verbreiten. Frauen werden Revolution und kämpfen gegen Rassismus. Faschismus, Sexismus, Krieg und Revolution der Frauen in Afrin ist unsere Revolution. Und noch dazu eine Revolution, die uns in Europa lebende Frauen Vorbild sein kann. Wir leben in einer Welt, wo Frauen als Objekt gesehen werden. Die Nationalstaaten haben Angst vor diesen Projekten Rojava. Deshalb senden wir hoch die internationale Solidarität
Wir sagen Jin Jin Azadi und vielen Dank.